Na also, immer wenn der alte Detlef Schrempf im Bild steht, dann ist das das Zeichen, dass es bei uns Zeit wird für die NBA, für Basketball. Und zwar wirklich vom Feinsten. Heute haben wir ein absolutes Spitzenspiel. Wir haben nämlich die Chicago Bulls. Das sind die Jungs, die zurzeit wirklich alles wegputzen, was es überhaupt gibt beim Basketball. Sie sind momentan auf der Jagd nach Rekorden. 70 Spiele in Folge wollen sie gewinnen. Das haben damals mit 69 Spielen nur die legendären alten Lakers geschafft. Antreten müssen sie im sonnigen Süden von Florida. Und zwar nicht bei den Miami Heat, sondern bei der Orlando Magic. Das sind die mit The Shaq Attack. Mit Fragezeichen. Shaq Attack musste nämlich auf die Beerdigung zu seiner Großmutter und konnte deswegen einfach nicht zum Spiel erscheinen. So zumindest die Ansage der Trainer. Die Chicago Bulls also gegen die Orlando Magic und das Ganze ohne den kleinen Shaq Attack. Frage an Frank Buschmann. Wer war denn der Überraschungsgast? Der Überraschungsgast dieser Partie im Moment noch nicht auf dem Feld, aber ich kann alle Fans der Orlando Magic beruhigen, er ist wieder dabei. Shaquille O'Neal werden wir hier in Aktion sehen, während wir die erste Aktion von Ron Harper haben. Spektakulär für das Überteam der NBA, für die Chicago Bulls, aber auf Shaquille O'Neal zurückzukommen. Im zweiten Viertel wird er dann loslegen hier. 40 Minuten vor Spielbeginn in Orlando eingetroffen, hat zwei Spiele verpasst, war bei der Beerdigung seiner Großmutter diesmal wieder dabei. Also in der Anfangsphase Penny Hardaway, der Leader für Orlando und Chicago auf dem Weg zu Sieg Nummer 66 in dieser Saison, Fragezeichen. John Conkak in der Rolle des Starting Centers für Shaquille O'Neal. Und Chicago zu Beginn der Partie mit Toni Kukoc, der in den letzten Wochen überragend agiert hat, der Kroate. Ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Team der Mannschaft von Phil Jackson. Horace Grant gegen seine ehemaligen Teamkameraden immer besonders motiviert. Die nächsten Punkte für ihn. Wennington, Kukoc, Harper, Pippen und Michael Jordan, die fünf derzeit auf dem Feld für Chicago, das ohne Dennis Rodman beginnt. Ein bisschen auch eine disziplinarische Maßnahme nach seinem Ausraster. Michael Jordan geblockt von Horace Grant. Und Unterzahlspiel, Nick Anderson. Richtig gemacht von Horace Grant, der da als Trailer nachkam beim Break. Also mit der zweiten Welle und dann ganz locker aus dem Handgelenk. He's worth every penny, jeden Pfennig, den er verdient. Und das sind nicht wenige, ist er wert, Penny Hardaway. Kukoc, exzellenter Dreipunktschütze in dieser Saison. Michael Jordan, trocken. 31 Punkte im Schnitt in dieser Spielzeit, Michael Jordan. Er ist wirklich der Überbasketballer. Und jetzt hat es einen Schlag gegeben gegen Penny Hardaway, unabsichtlich. Ballbesitz für Chicago. Und es geht weiter für Anthony Hardaway. Da orientiert sich da gerade in Richtung Schiedsrichter, wird ihm noch einige Nettigkeiten sagen. Es ist das vierte Aufeinandertreffen zwischen Orlando in Weiß und den Chicago Bulls in dieser Saison. 2:1 steht es bisher für die Chicago Bulls. So, jetzt gucken wir mal. Achtung, Penny Hardaway. Ah ja, läuft da genau in Toni Kukoc rein, der einen Block setzen möchte. Also das war kein Foul des Kroaten in Reihen der Bulls. Ron Harper, Kukoc, da ist er ganz frei. Einladung dankend angenommen, Toni Kukoc. Ja, diese Art von Bart ist ja in, macht ihn ein bisschen männlicher, den Toni. Gilt ja so ein bisschen als Weichei in Chicago. Nicht wenige Journalisten hatten sich schon völlig gegen ihn eingeschworen. Und dann diese Leistungsexplosion in den letzten Wochen. Und plötzlich lieben sie ihn wieder. Allerdings hier eine seiner Schwächen. Defense gegen Horace Grant. Sieht er ganz alt aus. Wollte ihn überspielen. So, Achtung. Jetzt kommt da Shaquille O'Neal. Mit allem, was dazugehört, also mit Polizeieskorte. Ich habe es angedeutet, im zweiten Viertel ist er denn dabei. Ein Gladiator hält Einzug in die Arena in Orlando. Kukoc, wieder drei. Wieder drin. So, Coach Hill wird darauf hoffen, dass Shaquille
fit ist und wir werden das jetzt kontrollieren. Führung weiterhin für die Bulls und auch der Mann mit den roten Haaren auf dem Feld, Dennis Rodman. Anthony Bowie. Shaquille O'Neal, da ist er überlegen im 1 gegen 1 gegen Bill Wennington. Kein Problem. Kurze Verschnaufpause für Penny Hardaway, dafür der andere Superstar jetzt auf dem Feld. Jetzt werden wir viele, viele Anspiele und das Brett sehen bei Orlando. Zum 1 gegen 1 für Shaquille O'Neal gegen Bill Wennington. Der auf der anderen Seite mit guter Hand. Orlando ist ja der zweite Platz im Osten nicht mehr zu nehmen. Bowie. 3 Punkte. Orlando sicher zweiter im Osten. Chicago sicher erster. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir dieses Duell im Eastern Conference Finale wiedersehen werden. Jordan, ah, viel zu schnell dafür Bowie. Und Dennis Rodman mit seiner Stärke Offensiv-Rebound. Und da richtig harmlos, freundliche Geste in Richtung Anthony Bowie da. Es wird viele geben, die in Chicago beten. Wir gucken nochmal die Rebound-Arbeit von Rodman an. Blockt da beim Offensiv-Rebound Joe Wolf richtig gehend aus, wie man es normalerweise als Verteidiger machen sollte. Aber um darauf zurückzukommen, da werden viele, viele Stoßgebete gen Himmel geschickt bei Scottie Pippen und Co., dass dieser Herr hier in den Playoffs nicht ausrastet, wenn es darauf ankommt in der Saison, denn dann sind seine Rebounds besonders wichtig. Brian Shaw. Wichtig, dass von ihm Entlastung kommt für Anthony Hardaway. Und so sieht das ganz gut aus. Ex-Boston Celtic, Brian Shaw. Hat ja auch mal in Italien gespielt. Da sagten viele schon, naja, das wird nichts mehr mit dem in der NBA. Und jetzt in Orlando ein wichtiger Bankspieler, der so ein bisschen in ein Loch gefallen war, aber rechtzeitig gegen Ende der Saison wieder in Topform zu sein scheint. Kukoc. Ja, gute Defense jetzt, erstaunlich. Shaquille O'Neal gegen Toni Kukoc. Der ist natürlich wesentlich schneller und dann das gute Abspiel auf Bill Wennington, der aus der Mitteldistanz über eine hervorragende Trefferquote verfügt. Weit über 50%. Joe Wolf ganz frei. Für 3 gegen 3. Keine Fast-Break-Situation, aber dieser schnelle erste Schritt von Michael Jordan. Zu schnell für Joe Wolf. Sein nächstes Foul. 55-19 die Bilanz der Orlando Magic. 65-8 die der Chicago Bulls. Und es wird ja immer drüber spekuliert. Ich habe es gerade schon angesprochen. Eastern Conference Finale. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es Chicago-Orlando heißt. Es wird immer drüber spekuliert, welche Mannschaft kann überhaupt Chicago in der NBA schlagen, und nicht wenige behaupten, das Eastern Conference Finale, wenn es denn gegen Orlando wirklich geht, das wird die schwierigste Serie für die Bulls, schwieriger als dann ein eventuelles Finale gegen den Western Champion. So, wer bekommt jetzt das Foul? Geht's gegen Dennis Scott? Ja. Eigentlich eine unglückliche Situation, beide gehen zum Ball, Scott und Pippen. Er bekommt das Foul. Glücklich ist, wer noch drüber lachen kann. 17,5 Punkte in dieser Saison im Schnitt für Dennis Scott. Und an der Linie Mr. Allround Scottie Pippen. Bescheidene Bilanz bisher. War ja auch ein paar Spiele raus, ist geschont worden, man wollte da kein Risiko eingehen nach einer Verletzung. Das machen sie ganz geschickt in Chicago, geben immer wieder den Stars, außer Michael Jordan, der spielt durch, eine Pause, um für die Playoffs dann fit zu sein.
Rodman nimmt sich seine Pausen ja selbst. Oh, Glück für Scottie Pippen. Kukoc wieder drei. Wieder drin. Toni Kukoc von der Dreipunktlinie. Ungemein effektiv. 2,7 Meter ist er groß. Und wenn man dann noch über einen so exzellenten Schuss aus der Distanz verfügt, da ist man schwer zu verteidigen, denn er kann ja auch sehr, sehr stark zum Brett ziehen. Gute Defense jetzt Pippen. Mehrfach All-Defense-Spieler gewesen. Also zu den besten 5 Verteidigern in der NBA gewählt. Und das nochmal perfekte Schusshaltung beim Kroaten. Im letzten Spiel hatten die Bulls ein echtes Festival abgezogen. 126-92 gegen Charlotte gewonnen. Eine Begegnung, die sehr, sehr wahrscheinlich ist, auch für die erste Playoff-Runde. Da könnten sich Chicago und Charlotte schon wiedersehen. Da haben die Bulls dann gleich mal aufgezeigt, wo der Hase langläuft. Er ist zu viel gelaufen, beziehungsweise falsch gelaufen, Schrittfehler. Shaquille O'Neal. Eins gegen eins. Michael Jordan gegen Nick Anderson. Orlando ja 40 Heimspiele lang ungeschlagen geblieben. Und dann gab es 2 Niederlagen. Einmal gegen die Los Angeles Lakers. Das war noch verständlich. Und dann gegen die Boston Celtics. Hier in Florida verloren. So ein bisschen der Wurm drin bei den Magic. Im Moment können sie es sich noch erlauben. Und wir noch mal perfektes 1 gegen 1. Ein bisschen gezwungen, wird man bei jedem anderen Spieler sagen, aber Michael Jordan darf das, denn er kann es auch. Also wie gesagt, ein bisschen der Wurm drin bei Orlando, aber in der regulären Saison geht das noch zu den Playoffs. Kommt drauf an. Horace Grant. Oh, das war foulverdächtig von James Edwards. Oh, jetzt Schwächen in der Rebound-Arbeit und Assist für Penny Hardaway. Abgeschlossen durch Nick Anderson. Aber perfekt die Vorarbeit. Der Assist von Anthony Hardaway. Ob Beten hilft gegen diese Übermannschaft. Ohne Luke Longley, ohne den etatmäßigen Starting Center, der vielleicht etwas besser aussehen könnte gegen Shaquille O'Neal. So, jetzt gucken wir nochmal. Dem eigenen Schuss hinterhergehen, das was sich jeder Trainer wünscht. Und dann noch das Auge für den Mitspieler Hardaway auf Anderson. Mal schauen, ob das Gebet nützt. Die letzten 10,5 Sekunden. Maxime jetzt für Orlando. Keinen mehr zu kassieren. Also Augen auf Michael Jordan. Und ein bisschen auf Kukoc an der Dreipunktlinie achten. Aber natürlich geht er zum Brett und geblockt von Shaquille O'Neal. Ich würde jetzt Wetten annehmen. In einem entscheidenden Playoff-Spiel hat er hier die Punkte gemacht. Gute Defense, Penny Hardaway. Das sind so Situationen, die darf man nicht unterschätzen. Da wird jetzt ganz kräftig geprobt für die Playoffs, denn da will man schon so einmal aufzeigen, so sieht das aus, wenn es drauf ankäme in Schlusssekunden. Dann haben wir einiges an Möglichkeiten drauf. Aber im Moment Probleme bei den Chicago Bulls. Und zur Pause führt die Mannschaft trotzdem. Die Mannschaft von Michael Jordan gegen die Orlando Magic. 17 Punkte bisher vom Großmeister höchst. Persönlich 11 von O'Neal, allesamt im zweiten Viertel. Denn da kam er erst aufs Spielfeld. So, weiter geht's. 7 Punkte die Führung. Die letzten 12 effektiven Spielminuten. Wir steigen also ein in der zweiten Halbzeit mit dem letzten, mit dem vierten Viertel. Orlando auf dem Weg zur dritten Niederlage in den letzten 4 Heimspielen.
Brian Shaw gegen Steve Kerr, die beiden Backups, also die beiden Ersatzspieler, um das mal einzudeutschen, auf der Aufbauposition. Naja, das müssen sie spielen. Und dann müssen sie die Dinger reinmachen. Foul Joe Wolf, Loose Ball Foul gegen Dennis Rodman. Aber den muss Shaquille O'Neal machen, da im 1 gegen 1 gegen Bill Wennig. Er macht weiterhin das, was er am besten kann. Nein, nein, nicht Kopfstöße verteilen, Rebounds holen. Dennis Rodman. Ja, klares Foul von Joe Wolf. Immer wieder die Situation da auf der rechten Seite. Michael Jordan gegen Penny Hardaway. Der Großmeister und sein Nachfolger. Und jetzt muss ich mich direkt mal korrigieren. Es war natürlich gegen Brian Shaw. Asche auf mein Haupt. Aber das haben wir in der ersten Halbzeit häufiger gesehen. Jordan gegen Hardaway. In dessen Rolle jetzt in der Defense, in der Verteidigung, Brian Shaw geschlüpft. Ganz guter Schachzug da von Brian Hill, jetzt Penny Hardaway gegen Steve Kerr in der Verteidigung zu stellen. Denn da kann er ein bisschen verschnaufen, nichts gegen Steve Kerr, aber Hardaway muss da in der Verteidigung natürlich nicht so ackern wie gegen einen Michael Jordan. Jetzt Unkonzentriertheit in der Offensive und Ron Harper nimmt das Tempo raus. Jordan. Dennis Rodman. Gut, Tempo gemacht. Shaw auf Penny Hardaway. Also, da geht noch was für die Magic. Michael Jordan. Ein ganz interessantes Duell mit klaren Vorteilen für Shaquille O'Neal gegen Bill Wennington. Und gute Hilfe davon Dennis Rodman. Genauso muss es funktionieren, wenn man als körperlich unterlegene Mannschaft gegen Shaquille O'Neal verteidigt. Vielleicht das 1 gegen 1 für einen Bruchteil zulassen und dann, wenn er seinen ersten Gegenspieler ausgespielt hat, dann muss die Hilfe kommen, so wie da gerade von Dennis Rodman. Perfekt verteidigt. Und dann noch ohne Foul. 1A. Jordan wieder gegen Shaw, wieder dieser Fadeaway-Jumper ihm nach hinten fallen. Shaquille O'Neal gegen Dennis Rodman beim Rebound. Offensivfoul gibt das jetzt von Shaquille O'Neal beim Kampf um die Position, um das Passspiel anzunehmen, schiebt er Bill Wennington weg. Shaquille O'Neal. Brian Hill, der festen Überzeugung, dass das ganz normaler Kampf um die Position ist. So, jetzt gucken wir nochmal. Achtung. Drückt er ihn deutlich weg, aber das kann man durchaus laufen. Das gehört zur Tagesordnung bei den Langen in der NBA und Unverständnis im Gesicht des Orlando Coaches. Oder auch ein bisschen mehr als nur Unverständnis. Kukoc. Wenig in diesen Ausschnitten bisher im letzten Viertel von ihm zu sehen. Pippert. Frech. Das Ganze plätschert im Moment so ein bisschen dahin. Horace Grant. Na also. Hat lange für Phil Jackson gespielt, Horace Grant. Hat dann die neue Herausforderung gesucht, sie in Orlando gefunden. Und der Mob tobt, so möchte ich es mal ausdrücken. Sie schnuppern daran, dass Orlando hier nochmal rankommen kann. Dennis Scott, ganz schnell der Abschluss. 3D, vielleicht etwas zu schnell. Hinterher ist man immer schlauer. Fast Break. Kukoc wieder von der Dreierlinie. Boom, unglaublich. Der fünfte Dreier von Toni Kukoc. Wieder 1 gegen 1. Diesmal kommt keine Hilfe und das rächt sich.
Ja, Schrittfehler für Jackson da gesehen haben, dass er das Standbein vom Boden gelöst hatte, Shaquille O'Neal. Kopf zählt. Abstauber Bill Wennington. Ja, verteidigen da im Moment ganz gut gegen Michael Jordan. Er hat viele, viele Fehlversuche. Scott. Brian Shaw dazu. Grant, O'Neal und Hardaway. Oh! Finger Roll rückwärts. Shaquille O'Neal. Er muss die Dinger vorne jetzt reinmachen. Er ist jetzt gefordert, sein Team im Spiel zu halten. Viele Experten sagen, wenn Chicago mal auf 8 bis 10 Punkte weg ist, dann ist eine Partie in der Regel gelaufen. Das lassen diese Jungs sich nicht mehr nehmen. Wieder Kukoč, wieder drin. Nee, natürlich nicht drin. Was rede ich? Fast ein Airball. So glatt geht er nicht durch die Reuse. Links unten, die verbleibende Zeit für diesen Angriff, für die Bulls. Kukoč muss er nehmen. Schlecht für seine Bilanz. Bis dahin waren es 5 von 7, das war der 8. Versuch. Penny Hardaway. Vollkommener Basketballer. Mit 3, 4 Jahren mehr NBA-Erfahrung dürfte für ihn das gelten, was jahrelang für Michael Jordan galt, vor allem in den Finalserien 91 bis 93, unstoppable. Scottie Pippen heute mit einer blassen Vorstellung und Jordan zwingt es wieder einmal. Läuft da Gefahr, geblockt zu werden von Shaquille O'Neal. Aber Orlando kann kein Kapital aus den Fehlern der Bulls schlagen. Wird verunsichert Michael Jordan. Und der nächste Fehlpass. Foul Pippen an Nick Anderson. Erinnerungen werden wach an die Playoffs in der vergangenen Saison. Da hatte Michael Jordan die entscheidenden Ballverluste. Nun, ganz so weit sind wir jetzt noch nicht. Wir sind noch in der regulären Saison, im 4. Vergleich zwischen beiden Mannschaften. Aber sollte er so ein kleines Orlando-Trauma bekommen. Michael Jordan, das ist natürlich auch ein bisschen lässig hier und telefoniert, wie man so schön sagt. Dieser Pass auf Scottie Pippen und die letzte Möglichkeit, den Break durch Nick Anderson zu stoppen. Das Foul von Scottie Pippen. Im Übrigen die Mannschaft, die zuletzt in Chicago im United Center gewandert. Und hier nochmal den Kampf von Neal gegen Rodman sehen. Ich weiß nicht, ob man sich noch daran erinnern kann. Am 24. März 1995 war das, da gewann Orlando 106-99 in der regulären Saison zuletzt in Chicago. Reinschau. Block Kukoč. Habe ich vorhin noch seine Verteidigung gescholten? Hier belehrt er mich eines Besseren. Auch da geht jetzt schon was. Ron Harper. Hardaway jetzt in der Defense gegen Pippen. Und Jordan gegen Brian Shaw. Er zwingt sehr, sehr viel Michael Jordan. Hat bessere Tage gesehen, keine Frage. Hardaway gegen Kukoč. Er müsste eigentlich viel zu schnell für den Kroaten sein, Penny Hardaway. So, und jetzt gibt's Sprungball. Hätte den Rebound gern für sich verbucht, Dennis Rodman.
Da springt er gar nicht. Dennis Rodman gegen Shaquille O'Neal. Mal gucken, wie er sich jetzt beim 1 gegen 1 in der Verteidigung gegen ihn schlägt. Er drückt und schiebt wieder mit dem Unterarm. Das bemängeln viele seiner Gegenspieler. Aber das zeigt Wirkung. Aber nur kurz, dann macht er doch. Führt Shaq seine Mannschaft nochmal ran. Alles drin. Orlando kommt nochmal. Pippen geblockt von Anderson. Und wieder, was? Sprungball zwischen Rodman und O'Neal. Nee, Foul gegen Shaq. Der Tree Rollins da hinten auf der Coaching-Bank der Orlando Magic. Kann es überhaupt nicht glauben. Und hier nochmal wieder dieses Antizipieren, diese Spielauffassung von Penny Hardaway, diesen schnellen Pass, diesen Lobpass auf Shaquille O'Neal zu spielen. Macht schon Spaß, dem Playmaker der Magic zuzuschauen. Jordan wieder, der Schuss von ihm geblockt von Nick Anderson. Es ist nicht das letzte Viertel des Michael Jordan, das steht mal fest. Bisher zumindest, abschreiben soll man ihn nie. Hardaway. Go-To-Guy jetzt, natürlich neben Shaq O'Neal. Er setzt eine Duftmarke für die Playoffs. Wo ist Toni Kukoc? Jetzt braucht man auch die Entlastung durch ihn. Gut abgelegt auf Dennis Rodman. Perfekt. Dieses Anspiel des Kroaten auf Dennis the Menace. Macht ja nie besonders viele Punkte, so 5, 6, 7 pro Spiel. Aber seine Rebound-Arbeit so wichtig für die Bulls. Einwurf Magic. 9 Sekunden noch auf der 24 Sekunden Schussuhr hier. Block und ganz sauber von Nick Anderson gegen Michael Jordan. Das nochmal so ein Fadeaway-Hook im nach hinten fallen der Hakenwurf von Anthony Hardaway. Wieder 1 gegen 1. Keine Hilfe für Rodman. Doch jetzt kommt Steve Kerr. Hilft nichts. O'Neal und Hardaway richten es jetzt. Irgendwie fehlt mir da der nötige Ernst im Spiel der Bulls. Sieht alles so sehr, sehr locker, lässig aus nach dem Laissez-faire-Prinzip. Komm's heute nicht, komm's morgen. Foul Dennis Rodman. Und nochmal die 1 gegen 1 Situation. Da ist er natürlich viel, viel kräftiger, viel massiger als Dennis Rodman. Und diesen körperlichen Vorteil nutzt er aus. Und dann nochmal der Appell an die Fans. Feuer geben. Gerade Dau machen, Krach machen und anfeuern. Die letzten 90 Sekunden. Kukoc auf der Bank bei den Bulls. Jetzt Harper, Pippen, Rodman, Jordan und Wenning. Gut verteidigt von Scottie Pippen. Ja, nur noch einen Feldkorb bei 9-mal Ballbesitz zuletzt, die Mannschaft von Phil Jackson. Und er maßgeblich an dieser schlechten Bilanz beteiligt, Michael Jordan. 5 Fehlversuche in Folge. Shaw, 3. Horace Grant, oh, unglaublicher Schuss von Horace Grant. 69 Sekunden vor Ende des Spiels ist alles wieder offen. Brian Hills Mannschaft, die Orlando Magic, haben die Aufholjagd bis zum 86-86 gebracht. So, jetzt bin ich gespannt. Nehmen Sie es doch noch ernst? Wollen Sie die Nummer hier doch noch über die Bühne schaukeln? Jordan. Und das zeichnet ihn aus. Da schießt er 5 unglaublich schlechte Schüsse. Und der 6. sitzt und seine Bulls sind wieder vorn. Jetzt bin ich gespannt, wer die Verantwortung übernimmt bei Orlando.
Ja, es war der richtige Spieler, aber vielleicht die falsche Situation, Benny Hardaway. So werden sie ausspielen. Die 24 Sekunden nur möglichst weit runterspielen. Steve Kerr, Toni Kukoc wieder im Spiel. Ja, er hatte Phil Jackson nur in der Defense runtergenommen vorhin. In der Offense braucht er ihn. Wieder ein gezwungener Schuss von Michael Jordan. Also, das ist schon erstaunlich, was der hier in der entscheidenden Phase alles verballert. Aber er hat eben auch diesen Korb zur Zweipunktführung erzielt. Naja. So, gehen sie auf einen Dreier. Wollen sie hier kurz vor Schluss nicht in die Verlängerung, sondern den Sieg. Orlando Hardaway geht auf Verlängerung und verlegt. Und das dürfte die Entscheidung sein, denn Dennis Rodman geht jetzt an die Freiwurflinie. Wieder ein ganz, ganz wichtiger Rebound für ihn. Das dürfte, wenn er beide trifft, dann ist es die Entscheidung. Aber es gibt keine Freiwürfe, denn noch nicht die Mannschaftsfaulgrenze überschritten bei Orlando. Aber das ist fast schlechter. Hier nochmal, eigentlich gut gemacht von Penny Hardaway. Dann kein Foul an Shaquille O'Neal, dafür aber dann von Grant an Dennis Rodman. Ballbesitz, Einwurf für die Bulls und Zuversicht bei Michael Air Jordan. So, jetzt beim nächsten Foul gibt es Freiwürfe. Das folgt hier. Der Korb zählt nicht, aber es gibt noch einmal zwei Schuss, denn jetzt ist die Mannschaftsvollgrenze erreicht für Toni Kukoc. Der Sieg ist auf jeden Fall im Sack bei den Chicago Bulls. Die Höhe ist noch fraglich. Michael Jordan mit 27 Punkten, aber nur 10 von 30 aus dem Feld. Die Quote also sicherlich verbesserungsfähig. Erfolgreichste Korbschützen bei Orlando, das sich hier nochmal gut rangekämpft hatte. In der entscheidenden Phase dann ohne das nötige Fortune. Penny Hardaway 25 und Shaquille O'Neal in nur 3 Vierteln 21 Punkte. Und Toni Kukoc, auf wie viel kommt er? Die Auflösung gibt es gleich. Wieder eine hervorragende Vorstellung, vor allem von der Dreipunktlinie. 5 von 8 am Ende. Und 20 Punkte für den Kroaten. Chicago mit dem 66. Erfolg in dieser Saison. 4 fehlen noch, dann ist die Bestmarke der Los Angeles Lakers Geschichte. Na, da stellt man sich doch...